Heute sag ich mal Hallo, ihr Lieben. Ich war da nie bereit. Normal. Jetzt bin ich bereit. Gott, das ist einfach so schön, hier Videos zu drehen. Das sieht so schön aus. Okay, was muss ich jetzt sagen? Bevor wir hier schon wieder zum Monatsrecap kommen, ein kleiner Reminder an euch. Zum Monatsende gibt es auch immer bei Instagram ein Gewinnspiel. Und für alle, die Novaphone-Fans sind, lohnt sich das auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Nachdem wir euch ja in den letzten Wochen in unserer Stallbaureihe mitgenommen haben, wie wir aus dem alten Viehstall unseren neuen schicken Pferdestall gemacht haben, war das absolute Highlight des März natürlich der Einzug in die neuen Boxen. Streich, das ist dein Stall. Dein Stall, weil die Boxen sehen aus wie du. Hallo. 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 Na, ich hoffe doch. Das hätte ich vorher. Ja, ja. Nein. Das möchte ich bitte noch mal sehen. Dein. Ah. Ja, naja, dann muss ich alles erstmal ein bisschen ein. Aber die bleiben ja auch offen. Oder zu. Ich werfe zu. Ich dachte, es wird immer hier durchgelaufen jetzt. Um es anzugucken. Und ich höre euch reden und nicht. Oh Gott, wo seid ihr denn? Bist du stolz auf dich? Heute keine Videos. Zu spät. Ist ja noch nicht fertig. Aber du hast die Paddelkrutze da wegbekommen. Oh. Also ich bin sehr stolz auf dich. Schön mit der dreckigen Wand im Hintergrund. Die wird hier auch noch schön. Aber es war ja einfach viel zu kalt. Das sollte ja eigentlich auch schon schön sein. Aber es war halt zu kalt. Dafür sieht die andere Seite der Kamera richtig geil aus. Der Einzug war gestaffelt, da wir noch die Tränken und das gesamte damit zusammenhängende Wassernetz und noch einen neuen Wasseranschluss und das Heizsystem installieren mussten, wobei uns unsere Familien tatkräftig unterstützt haben. Ohne die wäre das überhaupt gar nicht machbar gewesen, in der Zeit vor allem nicht. Und ich muss wirklich sagen, es war ja schon traumhaft schön anzusehen, als es alles frisch eingebaut war. Aber jetzt mit allen neugierigen Pferdenasen, die aus ihren Luxusbetten heraus in die Stallgasse schauen, ist es einfach noch tausendmal schöner. Hallo, das muss doch festgehalten werden. Oh.
Hey, Leute, ich sag's euch. Schon ein bisschen emotional. So schön, die Pferde da drin zu sehen. Das ist wirklich völlig fasziniert. Also ich glaube, er liebt sie jetzt schon. Und du hast nur Augen fürs Futter. Auch gut. Also es war ja schon schön, als wir die drei ersten Pferde jetzt hier drin hatten, aber mit einer fast komplett besetzten Stallgasse sieht das ja noch besser aus. Hallo, hallo. Möchtest du auch in dein neues Zuhause ziehen? Ich bin ja gespannt, was die Lavar jetzt zum neuen Stall sagt. Die war noch gar nicht hier. Hallo? Wir müssen jetzt erstmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Da müssen wir hin. Oh, aufregend. Es ist aufregend. Nein, hier nicht. Hier. Hier müssen wir hin. Ja, kommen Sie rein. Super. Super. Die Lavar entdeckt die Tür. Ja, du kannst rausgucken. Nicht rauskommen, aber rausgucken. Etwas irritiert. Na? Was sagst du zu deinem neuen Luxusbett? Ist das gut? Und ihr? Was sagt ihr? Ist das super jetzt? Das ist toll hier. Hallo Lumpi. Hi. Lumpi ist ja auch so ein Typ, der liebt es, ja alles im Blick zu haben. Und deswegen ist das jetzt hier mit den Boxen, wo sie ja auch hier drüben dann auch die anderen Pferde mitschauen. Super schön. Sie haben da die Möglichkeit rauszugucken. Im Sommer sind dann auch die Fenster offen. Und man sieht einfach, wie die das genießen. Die ersten von euch konnten das Ganze ja auch schon live begutachten, denn der erste Lehrgang des Jahres hat am vergangenen Wochenende stattgefunden. Da für YouTube irgendwie mit zu filmen, ist aber natürlich jetzt nicht machbar, weil ich mich ja da wirklich auch auf das Training konzentrieren muss. Aber der nächste Termin steht nächste Woche schon in den Startlöchern und dann geht es Ende Mai, Anfang Juni weiter. Da wir die Termine immer an unseren Turnierplan anpassen müssen, ist es vor allem im Sommer immer sehr schwierig, das an Wochenenden zu realisieren. Ich kann euch schon mal versprechen, dass zum Beispiel auch in den Sommerferien noch einige Termine folgen werden, aber da müsst ihr wirklich schnell sein, da die Plätze sehr, sehr schnell immer vergriffen sind, nehme ich dann die Termine auch schnell wieder offline, um nicht die Warteliste und die Hoffnung noch länger zu machen. Also müsst ihr da entweder bei Instagram, das ist immer ganz aktuell, oder auch natürlich auf der Website, wo dann das Formular freigeschalten ist, die Augen offen halten. Wir sind aber auch gerade dabei, für die Nicht-Springreiter unter euch noch Möglichkeiten zu schaffen, dass ihr auch mal bei uns hier vorbeikommen könnt und trainieren könnt, aber auch da einfach Augen offen halten und dann bekommt ihr alles, vor allem bei Instagram, so kurzfristig wie möglich mit. Neben dem ersten Lehrgang durfte der neue Stall aber auch ganz viele schöne Ecken unserer Anlage auch. Location für den 8. Riders Deal Model Tag für die Eigenmarke Riders Choice sein. Das Riders Deal Team hat ja im Vorfeld auf Instagram Models gecastet, aber die Models kommen aus der ganz normalen Reiter-Community und das ist eben das Schöne dabei. Und dann ging es am vergangenen Montag hier ganz schön rund. Mit Foto als auch mit Videokamera wurden hier auch parallel teilweise mit ganz viel Kreativität richtig tolle Ideen und Aufnahmen umgesetzt. Und auch einige unserer Ponys durften mit vor die Kamera. Das war natürlich besonders schön, weil die auch so unkompliziert im Umgang sind und das einfach ganz, ganz grandios gemeistert haben. Ich konnte natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Ich habe immer geschaut, wo ist was los und habe für euch ein bisschen hinter den Kulissen mitgefilmt. Und Katrin und ich sind auch selbst dann noch in den Sattel gestiegen für einige Aufnahmen. Katrin hat den Dressurpart übernommen und ich habe den Springpart mit Castor übernommen. Das werdet ihr dann aber morgen im Vlog ausführlich sehen. Ich kann gar nicht damit umgehen, es ist so mini. Hi! Ist das süß? Bist du süß? Der ganz normale Wahnsinn. Oh. Oh. Ha ha ha!
Ja. Pumuckl ist hochmotiviert. Ein richtiger Superstar hier. Ja, ja, das ist nicht schlimm. Die stehen ja auch auf Stroh. Aber steht dir auch, Mareike? Ich wollte fragen, ob ich das für Maxim haben darf. Oh, du willst aber alle haben. Aber aufpassen, das ist der König. Ja, der möchte auch so behandelt werden. Ja, siehst du, der geht nämlich schon. Und alle so, oh, Hilly, du bist so brav. So, so sehen die von hinten aus. Also wir haben da den Reißverschluss, den ihr auch machen könnt, verbreitet. Wir haben eine große Kapuze, die wir nochmal vergrößert haben. Wollt ihr die einmal überkommen und euch wieder umführen? Die haben wir nämlich nochmal vergrößert, das heißt, die passt auch über den Helm drüber. Nach Schneeschauer ist jetzt wieder strahlender Sonnenschein. Was wird hier gerade gemacht? Oh wow! Hallo. Hallo. Hui. Jo. Achtung, der könnte auch kurz kniepen. Auch wenn er knutscht, könnte kurz. Soll ich dir helfen? Jetzt. Er möchte immer sehr viel Aufmerksamkeit. Wo hast du die? Da! Wo denn sonst? Hallo? Im März waren wir wirklich noch mal viel zu Hause beschäftigt mit dem Bau und auch der Beseitigung der Großbaustellen-Schmuddelecken. Das wird sich aber alles noch so ein bisschen hinziehen bis in den Sommer rein, wenn dann die letzten Arbeiten an der Solaranlage fertig sind. Da muss jetzt einfach auch das Wetter erstmal besser werden und die ganzen Wechselrichter und sowas werden jetzt noch nachgeliefert und dann eben installiert und alles wird dann da beendet. Aber natürlich waren wir trotzdem auch auf Turnier mit Brippferden unterwegs. Wir waren auf Turnier mit den Mädels, mit Lumpi oder auch mit Paula, mit Hansi.
Genauso waren wir auch auf der Equitana mit Castor und sind durch die Lehrstunde bei Bundestrainer Markus Störing geritten. Aber all das könnt ihr ja in den jeweiligen Weekly Vlogs nochmal ganz ausführlich und in Ruhe nachschauen. Außerdem gab es im März einige Pferdewechsel und so sind Amber und Olala wieder wohlbehalten in ihrem eigentlichen Zuhause angekommen und haben Platz für Neuankömmlinge gemacht. Es wird da jetzt auch in der nächsten Zeit einige Überschneidungen geben und weitere Wechsel. Wir versuchen euch da natürlich auch in den Vlogs schon immer so ein bisschen relativ live abzudaten oder dann eben hier auch in den Best-ofs immer am Monatsende, dass ihr hoffentlich bei den Berittpferden oder generell bei den Pferden, die ja bei uns sind, einen guten Überblick behaltet, was zugegebenermaßen vor allem bei den ganzen braunen Pferden nicht so ganz einfach ist. Aber deswegen gab es ja auch ein bisschen frischen Wind und ein bisschen Farbe bei den Neuankömmlingen. Baloo habt ihr ja im Mittwochsvideo schon ausführlich kennengelernt, das kleine süße Scheckpony. Und außerdem ist auch noch ein Schimmelpony eingezogen. Daikiri heißt er. Er wird bei uns gerade Dietrich genannt. Also nicht wundern, wenn ihr den Namen mal hört. Aber das sind nicht die einzigen beiden. Genauso sind Olivia und Dreamy noch eingezogen. Was natürlich, wir müssen ja das Gleichgewicht wahren, wieder braune Warmblüter sind. Und wie immer beenden wir den kurzen, knackigen Monatsrecap mit eurer Lieblingskategorie Buchenhof Live. Vorher möchte ich aber noch mal ein ganz, ganz, ganz großes Danke an euch loswerden für alle lieben Nachrichten und Kommentare, vor allem natürlich zu unserem neuen Stall und zu der ganzen Stallbaureihe, aber genauso auch zu den Trainings- oder Alltagseinblicken, die wir euch auf verschiedenen Plattformen in verschiedensten Formaten immer wieder präsentieren. Und es ist für uns natürlich einerseits eine ganz tolle Unterstützung für den Algorithmus, sei es ein Like, sei es ein Kommentar, was man in dem Konsumieren schnell mal vergisst, deswegen sind wir euch dafür sehr dankbar. Andererseits ist es natürlich aber auch, und das ist viel, viel wichtiger, ein ganz direktes Feedback von euch. Und wir merken immer wieder, wie nah ihr uns seid und deswegen freuen wir uns umso mehr, euch in Vielzahl hier am 1. Mai bei unserem neuen Live-Event begrüßen zu dürfen. Und an der Stelle mal ein ganz großes Dankeschön. Die Tickets sind fast ausverkauft. Und wir haben noch nicht mal etwas über das Programm an dem Tag gesagt und was euch erwarten wird. Ihr seid absolut irre. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch und wünsche euch bei den Outtakes, Fails und Einblicken in unseren chaotischen, fertigen Alltag hier ganz viel Spaß und hoffe, dass ihr einen guten Start in den April habt. Der 1. April ist ja schon wieder morgen. Das heißt, wir sehen uns hier schon wieder, samstags immer, zu einem neuen Weekly-Vlog wieder. Die Uploads sind gerade ein bisschen schwierig für mich, das muss ich zugeben, weil unser WLAN, warum auch immer, super, super, super langsam ist. Deshalb die Videos jetzt teilweise erst abends oder vielleicht dann morgens am nächsten Tag oder so online kommen konnten, weil es einfach sehr, sehr lange hochgeladen hat. Also verzeiht mir das bitte an der Stelle, aber ich gebe alles, dass wir uns morgen pünktlich zum neuen Vlog wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Freitag. Bis morgen. Tschüss. Allerdings haben wir noch nicht alle Pferde hierher geholt, denn da hat eben die... Das war kein Satz. Einfach genial. Und so geht es. Schatzi, aufpassen. Stirbst du? Komm, wir gehen raus. Und am 11. März war es dann endlich soweit. Die ersten Pferde durften die neuen Pferde... Und am 11. März war es dann endlich soweit. Die ersten Pferde durften die neuen Pferde... Nein, Mann, die neuen Boxen! Alter, bin ich dumm? Alles gut, ich habe ein Mikro drauf. Es ist doch live aus dem Stall. Das sieht hochprofessionell aus. Oh, man sieht ihn gar nicht in der Püppi. Ja, hast du einfach gefilmt. Wie süß er ist.
Also ich finde, was war der denn? So richtig so Nase hoch. Ich filme, wie gefilmt wird. Nee, aber wenn... Ja, also das Mikro, warte, ich bin mal auf die Freunde. Elf an. Richtiger Streber. Wir uns schon mal einen kleinen Einblick machen und ja, ja, da kannst du gleich Reiterzeichen machen. Oh mein Pudi, oh mein Gott. Steffi, du bist früher. Ja, aber warte, warte, warte. Ich mach einmal neu. Jetzt haben wir die halbe Stunde zwischendrin. Müssen wir das jetzt auf jeden Fall anders kompensieren. Hallo, lecker. Wir verraten keinem, dass du auf dem Stuhl sitzt, ja? Ne. Aber du passt da auch einfach so perfekt hin. Oh, Schnecke. Und wir verraten noch keinem, wo du saßt. Na? Ich hab das ja. Wir haben ja wirklich ganz entspannt. Ui! Bei Balu ist jetzt der Hauptaugenmerk. Das Hauptaugenmerk? Okay, okay. Bist du ein bisschen süß oder was? Bist du ein bisschen süß oder was? Ja? Aber. Oh, wir verlieren unsere Decke. Güte! Süß! Also. Oh Mann! Meiner! Und das ist schon echt einiges an Schnee. Also, es sieht wunderschön aus. Keine Frage. Das war's aber auch. Naja, aber ich gehe. Schon mal sitze, werde ich jetzt gleich noch hier ein bisschen. Code verraten, auf den ihr und dass er von vorne nach hinten. Nein. Quatsch. Wenn der frei war. Oh.
Pläne sind da, um geändert zu werden. Oh Schatz, du warst gerade draußen und wolltest rein. Jetzt wird's wieder raus, oder was? Es ist auch nur minimal gefroren hier. Ja, mein neues Pony bei uns begrüßen dürfen. Hallo? Und wenn man da was anpassen würde mal endlich als Staat, könnte man da auch viel zum Tierwohl beitragen. Irgendwie ist es immer noch nicht scharf. Spinnt gerade ein bisschen. Hallo, guten Morgen. Haben wir alle gut geschlafen? Und haben wir alle die Hälfte runtergeschmissen? Cool. Super. Glückwunsch, Freunde. Also, Gelassenheitstraining. Läuft bei uns. Also auch wenn man vielleicht mal schnelle Fortschritte erreicht. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich hab mein Pony gleich sauber. Da kommt aber noch gar kein Haar raus, Mensch. Was ist da los? Ich mache mich selbst. Ist das nicht so weich? Sieht doch nicht so aus wie die Schabracken. Nein. So. Prima. Toll. Wow. Hier sauber. Da. So. Guck, die Schüsseln passen durch. Schön. Davor hatte ich jetzt wirklich noch ein bisschen Angst. Ich auch. Du musst reingehen, Castor. Nein. Du musst reingehen, Castor. Aber kannst du mir auch das noch geben? Wow. Das ist nicht so das Prinzip. Wow. Das tut mir natürlich jetzt leid. Castor, bist du doof? Castor, hier ist dein Futter. Hier. Da. Okay. Jetzt hast du Angst davor. Es ist der Einzige. Ja, genau. Ach so. Wow. Ah, Wahnsinn. Wow. Ist das Live-TV hier? Oh, okay, dann. Die Produkte von Plants & Purple entweder ausprobieren möchtet oder euren auf. Ihr seid einfach alles egal. Alles egal ist ihr. Guten Morgen, war das eine. Wow. Schon ein kleiner Arschkeks hier hinten, oder? Ja, okay, wir müssen das nebeneinander stellen. Hallöchen! Wow.